Woher Dumbledore wusste, dass Quirrell Voldemort war. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video geht es um Professor Quirinus Quirrell, seine Ernennung zum Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste und die interessante Frage, ob Dumbledore die ganze Zeit wusste, dass Quirrell von Voldemort besessen war. Bevor wir aber damit beginnen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Und jetzt lasst uns ohne weitere Umschweife mit dem Video starten. Quirinus Quirrell war ein halbblütiger Zauberer aus England, der in den 1960er Jahren geboren wurde. Als er soweit war, trat Quirrell als Schüler in die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei ein und wurde in das Haus Ravenclaw einsortiert. Quirrell war ein ungewöhnlicher und empfindlicher Schüler, aber auch sehr talentiert. Er wurde oft gehänselt, was ihn noch mehr verängstigte. Seine Gefühle der Unzulänglichkeit führten ihn dazu, sich besonders für die dunklen Künste zu interessieren, einen gefährlichen und komplexen Bereich der Magie, der ihm vielleicht die Aufmerksamkeit und den Respekt verschaffen könnte, nachdem er sich so lange sehnte. Während seiner gesamten Schulzeit zeigte er eine besondere Vorliebe für die dunklen Künste und schloss sein Studium in Hogwarts mit durchweg beeindruckenden Noten ab. Nach seinem Abschluss erhielt Quirrell schnell eine Stelle als Professor für Muggelkunde in Hogwarts. Es ist unklar, wie lange er in dieser Position tätig war, aber während seiner Zeit als Professor an der Schule hatte er den Ruf, äußerst neurotisch zu sein, vermutlich aufgrund des Mobbings, dem er in seiner Kindheit ausgesetzt war. Es ist bedauerlich, dass dies ihn bis ins Erwachsenenalter verfolgte und sich auf sein Verhalten später auswirkte. Im Jahr 1990 nahm Quirrell ein Sabbatjahr. Er erzählte seinen Kollegen, dass er diese Zeit nutzen würde, um aus erster Hand Erfahrungen zu sammeln, während er in Wirklichkeit auf der Suche nach Lord Voldemort war. Er war äußerst neugierig darauf, was mit dem dunklen Lord geschehen war, der die Zaubererwelt jahrelang tyrannisiert hatte. Diese Reise sollte Quirrell verändern und das zerstören, was von einem Mann übrig geblieben war, der seit seiner Jugend verfolgt wurde. Quirrell wollte immer Aufmerksamkeit und Anerkennung erhalten. Er glaubte, dass er, wenn er Lord Voldemort aufspüren würde, endlich die Aufmerksamkeit erhalten würde, nach der er sich lange sehnte. Und er fand Lord Voldemort sogar, aber die Dinge verliefen nicht ganz nach Plan. Voldemort berichtete Folgendes über Quirrell. Ein junger, törichter und leichtgläubiger Zauberer lief mir im Wald über den Weg, den ich zu meiner Heimat gemacht hatte. Oh, er schien genau die Chance zu sein, auf die ich gewartet hatte, denn er war ein Lehrer an Dumbledores Schule. Er war leicht zu beeinflussen, er brachte mich in dieses Land zurück und nach einer Weile nahm ich Besitz von seinem Körper ein, um ihn genau zu überwachen und meine Befehle auszuführen. Nach Quirrells Rückkehr von seinen Reisen schienen die anderen Professoren in Hogwarts zu bemerken, dass er sich etwas verändert hatte. Hagrid erzählte von Quirrells Verhalten. Oh ja, der arme Kerl, ein genialer Verstand, es ging ihm gut, solange er aus Büchern lernte, aber dann nahm er sich ein Jahr frei, um aus erster Hand Erfahrungen zu sammeln. Man sagt, er traf Vampire im Schwarzwald und hatte Ärger mit einer Hexe, seitdem ist er nicht mehr derselbe. Als Quirrell schließlich zurückkehrte, um in Hogwarts zu unterrichten, nahm er nicht wieder seine frühere Rolle als Professor für Muggelkunde an, stattdessen übernahm er die Position als Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Es war schon sehr fragwürdig, dass Quirrell für die Rolle als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste ausgewählt wurde, insbesondere da der viel geeignetere Professor Snape die Stelle sofort angenommen hätte, wenn er gedurft hätte. Während des Unterrichts war auch den Schülern klar, dass Quirrell einen Mangel an Selbstvertrauen hatte. Warum hat Dumbledore dann also Quirrell zum Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste ernannt? Macht doch eigentlich gar keinen Sinn, oder? Sollte Dumbledore nicht der weise, allwissende Zauberer sein, der niemals einen Fehler macht? Wie konnte er also eine solche offensichtliche Fehleinschätzung treffen? Verteidigung gegen die dunklen Künste erfordert nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch immense Charakterstärke. Und genau diese Charakterstärke fehlte Quirrell ernsthaft. J.K. Rowling erklärte einmal, dass Quirrell zwar gut in der Theorie der Verteidigung war und generell der Magie, aber weniger geschickt in der Praxis. Und das sagt mir, dass Quirrell nicht inkompetent oder unklug war, sondern einfach kein guter Praktiker der Magie, die er unterrichtete. Sein Schwerpunkt lag auf der Theorie der Magie. Obwohl es von Vorteil sein kann, das zu praktizieren, was man predigt, glaube ich nicht, dass es zwingend erforderlich ist.
Ich denke, dass Quirrells umfassendes Wissen im Bereich der dunklen Künste zusammen mit seiner entschlossenen Lehrhaltung ausreichend gewesen wäre, um Dumbledore von seiner Eignung für die Rolle zu überzeugen. Außerdem vermute ich, dass Dumbledore möglicherweise die ganze Zeit wusste, dass Quirrell wirklich Voldemort war. Da Dumbledore immer gewusst hat, dass Voldemort eines Tages zurückkehren würde, fällt es mir wirklich schwer zu glauben, dass Dumbledore nicht bemerkt hat, wie sich Quirrells Verhalten nach seinen Reisen drastisch veränderte. Da die Stelle für Verteidigung gegen die dunklen Künste mit einem Fluch belegt war, den Voldemort übrigens selbst da draufgelegt hat, wusste Dumbledore auch, dass etwas mit Quirrell geschehen würde. Obwohl Dumbledore ein Legidimentiker ist und in der Lage wäre, die Gedanken von Menschen zu lesen, glaube ich nicht, dass er Quirrells Besessenheit auf diese Weise aufgedeckt hat. Tatsächlich denke ich eher, dass es andersrum war. Ich vermute, dass Dumbledore unter normalen Umständen leicht in der Lage wäre, die Gedanken eines schwächeren Zauberers wie Quirrell zu lesen und in ihn einzudringen. Allerdings würde ich erwarten, dass während Voldemort Besitz von Quirrell ergriffen hatte, sein Geist unüberwindbar gewesen wäre, das Ergebnis von Lord Voldemorts Beherrschung in Okklumentik. Dumbledore wäre dann nicht mehr in der Lage gewesen, durch Quirrells Geist zu navigieren, was ein großes Problem gewesen wäre. Und ich bin mir sicher, dass Dumbledore wusste, dass dunkle Magie im Spiel war. Am Ende des Steins der Weisen hatte Quirrell sich jedoch stark verändert, bis zu dem Punkt, an dem sein Stottern völlig verschwunden war. Es war irgendwie offensichtlich, dass etwas nicht stimmte, und Dumbledore war der Erste, der dies bemerkte. Er wusste, dass Quirrell nach Albanien gereist war, dem letzten mutmaßlichen Aufenthaltsort von Voldemort, und er zählte eins und eins zusammen. Allerdings hatte er nicht genug Beweise, um ihn festzusetzen. Die Tatsache, dass Voldemort von Quirrell Besitz ergriffen hatte, kam Dumbledore jedoch zugute. Dumbledore wusste, dass Voldemort unbedingt seine körperliche Gestalt zurückhaben wollte und lockte ihn mit dem Stein der Weisen so an. Der Stein war eine der wenigen Möglichkeiten für Voldemort, zu seinem früheren Ruhm zurückzukehren. Dumbledore erkannte dies und nutzte den Stein als Köder. Das Risiko, Voldemort auf diese Weise zu entdecken, war sehr gering, da er und Quirrell in ihrer geschwächtesten Form nicht in der Lage waren, den Stein alleine zu bergen. Dumbledore betonte, dass man sich im Spiegel sehen und den Stein wollen, aber nicht benutzen müsse, um ihn wiederzuerlangen. Zusätzlich hatte Dumbledore Harry, ein Jung, der gegenüber Voldemort unverwundbar war. Er wusste, dass Harry wenig zu verlieren und viel zu gewinnen hatte, wenn er Quirrell im Schloss belassen würde. Es war ähnlich wie bei Lockhart, wo er alles wusste, aber ihn einfach machen ließ, bis er sich selbst zerstörte. Und vielleicht würde dies zur Festnahme eines gefährlichen dunklen Zauberers führen, der noch auf freiem Fuß war. Durch das Platzieren des Steins in Hogwarts wusste Dumbledore, dass Voldemort nicht widerstehen konnte, um ihn zu bekommen. Es war der perfekte Plan, bei dem das einzige wirkliche Risiko darin bestand, dass Voldemort und Quirrell Harry benutzen würden, um den Stein für sie zu bekommen. Ein Szenario, das Dumbledore für höchst unwahrscheinlich hielt. In Bemühen sicherzustellen, dass Harry den Stein nicht selbst beschaffen kann, zeigte Dumbledore ihm absichtlich zu Beginn des Schuljahres den Spiegel von Nerhegab. Als er Harry erwischt, wie er in den Spiegel schaut und sagt, dass er seine Eltern sieht, bestätigt dies für Dumbledore, dass sein Plan sicher ist und dass Harry nicht in der Lage sein wird, den Stein zurückzuholen und somit ein geringes Risiko darstellt. Dumbledore hat Harry auch in den Kerker gelockt, da er wusste, dass Harry aufgrund des liebevollen Opfers seiner Mutter eine gute Chance hatte, den dunklen Lord zu besiegen. Aber wie wir alle wissen, liefen die Dinge nicht genau nach seinem Plan. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und etwas Neues gelernt. Wenn ihr mehr über Professor Quirrell oder andere Charaktere aus dem Harry Potter Universum wissen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Aber bevor ich mich verabschiede, möchte ich euch noch eine Frage stellen. Denkt ihr, Dumbledore wusste die ganze Zeit, dass Quirrell von Voldemort kontrolliert wird? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.